Ein behütetes Geheimnis wurde preisgegeben. Das ist das neue Trikot der Adler. Das wurde heute vorgestellt in hellgrau mit sehr viel Fläche, damit man darauf auch Geld verdienen kann. So werden also die Helden in der neuen SAP-Arena einlaufen. Und ab Montag kann man diese Trikots dann kaufen zum Schlappenpreis von 79 Euro. Und wir schauen nochmal rüber ins Nachrichtenstudio. Harald Birk, bitte. Ja, und die Adler Mannheim gehen mit einem Etat von 8 Millionen Euro in die Eishockeysaison. Wie die Verantwortlichen erklärten, seien die Gehälter der Spieler im Vergleich zum Vorjahr fast identisch. Der Kader umfasst derzeit 27 Akteure. Nach Angaben von Manager Markus Kuhl kann sich daran aber bis Anfang September noch etwas ändern. Für Stefan Robida ist der Rückflug von Kanada nach Deutschland vorsichtshalber am 1.9. gebucht. Gut möglich, dass der Starverteidiger bis dahin noch ein attraktives Angebot aus der NHL erhält. Fürs Tor wird immer noch ein Nachfolger für den überragenden Franzosen Cristobal Huet gesucht. Mit Patrick Ehlechner, der definitiv bleibt, und Danny Austenbirken stehen im Moment nur zwei sehr junge Keeper zur Verfügung. Zwei Lizenzen bleiben offen, um im Notfall reagieren zu können. Mit 10 Personen ist der Trainer, Ärzte und Betreuerstab so groß wie noch nie. Ein Torwarttrainer kommt phasenweise noch dazu. Für das erste Jahr in der SAP Arena sind bislang 4.100 Dauerkarten verkauft. Im Schnitt kalkuliert das Management mit 8.000 Zuschauern. Sie sollen, so das erklärte Ziel, eine deutlich bessere Punkterunde als letztes Jahr sehen. Mit einem Spiel gegen ein DEL Dream Team nehmen die Adler die Halle am 6. September quasi in Besitz. Ich wurde in der Zwischenzeit gefragt, wem gehört denn dieses neue Trikot? Schauen Sie selbst. Edgerton wird damit auflaufen und wahrscheinlich für die Mannheimer viel punkten. So, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu den gewohnten Zeiten wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich für den Besuch zu den Franzosen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Noch wiedersehen.